Hürth Kalscheuren bei Köln. Hier lebt der 21-jährige Dennis bei seiner Oma Claudia. Er besucht die Pierlet-Barski-Berufsschule in Hürth und macht eine Ausbildung zum Installateur. Mit seiner Freundin Larissa plant er eine gemeinsame Zukunft. Oma, haben wir noch den Kalkschnitzel? Dennis hat Larissa, die auszubildende Rechtsanwalt und Notargehilfin, von der Arbeit abgeholt. Nein, warum denn? Du weißt immer den Weg. Bist du TomTom, soll ich sagen? So. Oder nenn dich doch Larissa. Ja, aber ich fahre ja jeden Tag damit zur Arbeit. Ich weiß den Weg ja besser als du. Du fährst mit der Bahn. Wie soll die sich verfahren? Echt, du musst auch. Ich gucke ja aber trotzdem raus. Ja, dann guck doch raus. Ey, Larissa, wie soll ich der Oma das denn jetzt sagen, dass ich ausziehen will? So, ne? Ich hab voll die Krise. Dennis, ich will für unsere neue Wohnung auf jeden Fall so ganz viele Wandtattoos, weißt du? Dann bekommt die Räumlichkeit so eine eigene Note. Das finde ich gut. Oh Mann, ey, die ist ja auch voll alt, die Oma, so, ne? Nicht, dass sie nachher stirbt und so. Dann bekommt die irgendwoher einen Schlag und so, ne? Und dann sagen alle so, okay, guck mal, der Dennis ist voll der Mörder und Mörder. Oh Dennis, weißt du, was ich noch will? Ich möchte dieses eine Glasding mit diesen Stöckern drin, weißt du? Dieses Duftding fürs Badezimmer. Das wünsche ich mir. Ach Mann, Larissa, wie soll ich der Oma das denn jetzt sagen, ey? Sag doch mal. Mann, Larissa, Mädchen, wie soll ich der Oma das denn sagen, dass wir auch... Hallo Oma, grüß dich, ne? Da seid ihr ja. Larissa, Kind, wie war's heute auf der Arbeit? Ja, wie immer, ich hatte voll den Stress, ich schwöre. Den ganzen Tag nur Telefonhörer abheben, reinsprechen, auflegen, reinsprechen, wieder abheben. Ich schwöre, ey, meine ganze Kräfte, sie zehren mich, weißt du? Aber ey, du kennst doch den Herrn Friese, ne? Ja, mein Nachbar hier. Ja, genau, stell dir vor, er ist ein Mandant bei uns in der Kanzlei und der hat voll die Probleme, ich schwöre. Er hat eine Affäre mit einer Frau Sarari. Das gibt's doch nicht. Ja, und seine Ehefrau, sie möchte die Scheidung und es geht um Trennung, Güter und so. Güterzug oder was? Ja, kann sein, Güterzug. Aber Larissa, Mädchen, ey, ich denk, du darfst nicht sagen, du musst es doch mindestens schwören auf der Arbeit, dass du nicht sagst. Na und? Ist mir doch egal. Schwör doch selber. Ja, guck mal, die denkt schon wieder an zu streiten. So, ne? Vertragt euch. Oma, der Dennis, der möchte dir vielleicht was sagen. Was denn? Ich hab Hunger. Heute ist der Tag, an dem das junge Paar Oma Claudia ihren Plan beichten, dass sie ausziehen wollen. Los, Dennis, jetzt sag sie endlich. Was denn? Kinder, was habt ihr denn? Ihr wisst doch, ihr könnt mit mir über alles reden. Los, Dennis, sag! Was denn? Mach. Was ist denn, Junge? Hast du was ausgefressen? Nein. Hast du geklaut? Nein, Oma. Also ich kann dir das nicht sagen. Guck mal, die guckt wie ein Hund. Ey, du musst dir das sagen. Nein, Dennis, ich kann's ihr nicht sagen. Sie ist schließlich deine verwandte Oma, nicht meine. Hast du was kaputt gemacht? Mensch, Junge, ich bin doch deine Oma. Ich hab doch immer ein offenes Auge für alle eure Probleme. Hm? Was ist denn, sachet? Oma, pass auf. Also, ne? Die Larissa, das Mädchen so und ich, ne? Wir... Nee. Doch. Nee, ich werd Uroma. Was? Uroma? Wieso? Oma, du bist doch schon uralt. Dennis, jetzt sag ihr, dass wir aussehen wollen. Bitte. Wie bitte? Ja. Ja. Aber wo willst du denn hin? Ich weiß nicht. Mensch, Junge, du bist doch noch ein Kind. Ja, aber wer soll dem Jungen denn jetzt was zu essen machen? Der hat doch eh nichts auf den Rippen. Die Situation bringt mich physiologisch an meine Grenzen. Das junge Paar hat nach langer Suche endlich eine passende Wohnung gefunden. Nun steht der glücklichen Zukunft nichts mehr im Wege. Also wir haben sehr voll lange gesucht, bestimmt so einen ganzen Vormittag. Aber der Preis für die Wohnung ist eigentlich sehr okay. Also wir zahlen jetzt für 45 Quadratmeter 900 Euro kalt. Aber ich glaube, der Vermieter ist sehr, sehr dumm, weil... Wenn mir kalt ist, mache ich einfach trotzdem die Heizung an. Aber ich sag's ihm nicht. Mach es gut, ne? Und pass gut auf dich auf. Ja, Oma, ich glaube, ich werde dich nie vergessen irgendwie, so, ne? Und ess genug. Hier, du weißt doch, wie schnell die Blume ran wird, wenn du nichts essen tust. Kriegst du wieder Bauchschmerzen, da kannst du nicht zur Berufsschule. Ja, kann sein. Aber Oma, mach dir keine Sorgen, so, ne? Ich hab mir das Rezept von Don Colin Schnitzel und Curry King als App runtergeladen, so, ne? Und ruf mich an, wenn du angekommen bist. Ja, machen wir vielleicht. Okay. Ja, wir machen das. Tschüss, Oma. Glaub mir, Dennis, es ist wirklich sehr wichtig für uns, dass wir einen Abstand von den Oma gewinnen. Wirklich. Ich weiß nicht, ey. Doch, wirklich, vertrau mir da. Auf Wiedersehen, Omalein. Ja, tschüss, Kinder. Boah, ich hab voll Bauchheimweh, kann das sein, so, ne? Aber ich glaube, dass das voll dazugehört, so, wenn man ein Mann wird, so, ne?
wenn man so auf seinen Beinen so rausgeht in die Welt und so, ne? Schatz, willst du noch Toast mit Captain Nuss? Ja, Oma, aber ohne Rinde, Mann. Ja, mach ich dir.